der spirituelle Name Brahmi. Brahmi ist ein Beiname von Saraswati, daher ist Brahmi auch ein spiritueller Name für Aspirantinnen mit Saraswati-Mantra. Brahmi ist, das wissen Ayurveda-Spezialisten, auch ein Heilmittel im Ayurveda. Aber als spiritueller Name bist du vor allen Dingen jemand, die über Saraswati einen Bezug zum Höchsten hat. Brahmi heißt eben auch heilig, heißt göttlich. Brahmi ist die Energie von Brahman. Brahmi ist auch eine der 8 göttlichen Mütter und damit Saraswati. Wenn du den Namen Brahmi hast, dann soll das auch heißen, dass du die schöpferische Energie durch dich fließen lassen willst. Es soll heißen, dass du sein willst wie Saraswati, die ja eben Brahmi heißt. Du willst kreativ sein, du willst im Kreativen, in der Musik, in den Künsten, der Malerei, in der Literatur, in der Sprache die göttliche Mutter sehen, erfahren und ihr dienen. Es soll auch heißen, dass du im eigenen Schöpfen die göttliche Mutter siehst. Aber es soll auch heißen, dass du zurückkehren willst zu Brahman, zu deinem Ursprung, zu dem, was du eigentlich bist.